Oktoberfest 2017 in Wiener Neudorf, Herr Bürgermeister auf einem neuen Platz. Wieso? Naja, letztes Jahr waren wir am Jugendplatz, den haben wir also jetzt neu gestaltet, das ist Bumptrack und für die Jungen alles. Also jetzt mussten wir ausweichen und Gott sei Dank, wir haben lange überlegt, wo können wir es hingeben, haben wir hier diesen Platz gefunden in der Tennisstraße. Ich glaube, dass er besser geeignet ist. Es ist nicht sehr viel weiter weg als letztes Jahr, aber ich glaube, viel besser geeignet. Da kann man vielleicht auch ein bisschen lauter sein, ohne dass die Anrainer gleich schreien, ne? Also wir haben die Musik und wir haben die Band und die Bühne Richtung Norden gerichtet. Es kann sein, dass man uns heute in der Wiener Innenstadt sieht. Also für die Wiener Zuschauer muss ich mich gleich entschuldigen. Es wird vielleicht heute in Wien ein bisschen lauter werden. In Wiener Neudorf wird man nichts hören. Na gut, das soll aber nicht unsere Sorge sein. Auf jeden Fall sind jede Menge Leute gekommen. Ich glaube, das wird ein ganz toller Abend werden. Naja, also wenn man denkt, wir stehen jetzt, die Zuschauer wissen das nicht, aber ich sage es jetzt eigentlich in einer halben Stunde vom offiziellen Beginn. Die Hütte ist jetzt schon bumm voll, tolle Stimmung drinnen. Also ich glaube, wir freuen uns wirklich auf 3 Tage tolles Oktoberfest. Und wie schaut es aus mit einem Bieranstich? Naja, das wird auch in einer halben Stunde sein. Also ich hoffe, ich schaffe es diesmal und dann gehen wir es an mit Wiener Neudorfer Wahnsinn mit der Band Wiener Wahnsinn. Ja, wir werden das genau beobachten und wünschen jetzt schon gutes Gelingen. Gut, danke. Falls nicht gelingt, dann bitte ich das herauszuschneiden. Zum zweiten Mal Oktoberfest in Wiener Neudorf, zum zweiten Mal dieselben Veranstalter. Wie hat es denn heuer geklappt? Ist schon leichter gewesen wie voriges Jahr? Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Wir haben vermutet, dass es leichter wird. Dass wir haben ja wirklich viel gelernt. Wir wissen natürlich jetzt im Gegensatz zum vorigen Jahr, mit welchen Leuten wir in Kontakt treten müssen. Genau, ja. Aber aufgrund dessen, dass der Platz, wo wir letztes Jahr waren, haben wir gewusst, dass es den nicht mehr gibt, weil der immer ein wunderschöner Jugendplatz geworden ist, war die Suche nach einem neuen Platz wirklich eine Herausforderung. Ja. Und Zufall, dass wir auf das kommen, sind, aufgrund der Begebenheiten mit den Gabionen auf diesem Platz, hätte man gar nicht geglaubt, dass das möglich ist. Ne? Aber ich glaube, der ist ganz toll geeignet dafür, oder? Der Platz ist sehr gut, ja. Wir haben halt nur arbeiten müssen dran, dass wir das wirklich zusammenbringen. Oberfest in Wiener Neudorf begrüßen. Ich bin wirklich überwältigt von der Zuschauerzahl des Kreises, dass es so toll ist. Und möchte dir die Dankeschön an alle Unterstützer, das möglich gemacht zu haben, an die Feuerwehr, an die Gemeinde, an den Bau. Und ganz, ganz viele Leute, dass es vorne überhaupt gut war. Danke, dass du da seid, dass wir den Sensationellen in einer Wahnsinn verzobern und alle wieder ins Vollgas gehen. Und das freut mich, dass es da seid. Danke! Ich will zum Herrn Bürgermeister das Fass anstechen, solange es voll ist, gibt es ein Freibier. Und lasse euch ein paar Worte für euch sagen. Vielen Dank! Ja, ich freue mich auch, dass ihr alle so zahlreich da seid. Wir haben ja alle miteinander in 14 Tagen eine Wahl und ihr habt es heute schon. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Ich mache mir nur mit dem Bieranstich und genossen mit dem Team. Oder, jetzt zu mir, habt ihr eine Rede des Bürgermeisters, eine stündige. Wer ist für die Rede des Bürgermeisters? Hand hoch! Uwe, du hast gewonnen. Uwe, du hast gewonnen. Ich danke euch, weil ihr habt nichts vorbereitet. Ich bin schon seit dem, ja, ich bin gefragt worden, weil so viele Kameras da sind. Danke, Sado. Danke den beiden Hauptorganisatoren, Anton und Uwe. Ich bin gefragt worden, was ist der Unterschied zwischen den anderen Oktoberfesten und diesem hier? Der Unterschied ist ganz einfach. Der Unterschied, sagt ihr, der Unterschied ist die Bühne, der Unterschied ist Wiener Neudorf und wir machen es im Bieranstich. Herzlich willkommen zum Wiener Neudorfer Wahnsinn mit dem Wiener Wahnsinn.
Drei Bier bei der Bühne für alles, bis das passt. Danke. Es sind so viele schöne Frauen da heute. Wiener Neudorf, wie macht ihr das? Du bist eine Frau, bei der man völlig vergisst, dass es noch andere gibt. Man trat sie lieber nach die anderen um, weil man sie gar nicht mehr sieht. Vergeht, an der man nicht an die denkt und man spürt, dass die Beziehung zu dir ganz intensiv und völlig schicksalhaft wird. Du bist elektrisches Fieber und man wünscht sich, dass es niemals vergeht. Eine Lawine von Gefühlen reißt mich hin, bis sie mich zärtlich begräbt. Mich dir so wie du gibst, dieser mich ja sehr bald wieder nimmt. Hör's mal, du hast die Kraft deiner Höhe noch da.
bleibst du, wir sehen.